zu alt, um jung zu sterben. Und damit mal herzlich willkommen beim Review Video Magazin und einem neuen On-Tour-Vlog, der ziemlich crazy wird. Wir haben Samstagabend, wir wollten eigentlich schon längst da sein, wo wir jetzt hinfahren. Und zwar zu Grumpy auf dem Geburtstag, aber darum geht es gar nicht grundlegend in diesem Vlog. Sondern danach fahren wir quasi direkt nach Paris und da geht einiges ab. Da nehmen wir euch jetzt komplett mit, das werde ich euch gar nicht erzählen, was da alles geht, weil es wird crazy, teilweise gar nicht geplant, teilweise sehr überraschend und teilweise crazy. Wie gesagt, oh mein Gott, los geht's. Eine Stunde später. Uschi kann nicht lesen. Da ist die Uhr ausgegangen, da steht 5 nach 1, 4. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, hier am Rand stehen wie Walnuss 2008 oder auch, wer ist es denn hier, die Waldkiefer 2007. Das sind Bäume des Jahres und es fängt halt bei 2018, glaube ich, an. Und das erste Mal, als wir an diesen Schildern vorbeigefahren sind, ich war so gehypt, was mein Baum des Jahres war. Es wurde erst nach meiner Geburt eingeführt. Baum des Jahres kam ich mal am Aschlecken. 4 Stunden 20 oder was Auto gefahren. Eine kleine Pipi-Pause nur. Und ich befinde mich jetzt hier in Frankreich, in der Nähe von Paris, im Wüstenmeer. Wir sind nämlich in der Mer de Sable oder wie Google es sagt, Mer de Säbel. wo ist jetzt der Eingang zu diesem Park? Auf jeden Fall passt schon mal, der Parkplatz ist schon mal aus Sand. On point. Ja, hinter mir direkt das Objekt meiner Begierde, SWF dieser Complex Spinning Coaster, ist halt kaum nicht mehr hoch. Es gibt noch eine zweite Achterbahn, die bin ich quasi schon gefahren, aber da reden wir gleich dann drüber, wenn wir da sind wahrscheinlich. Da geht es jetzt erstmal als erstes hin. Das ist echt alles hier aus Sand, wie man das hört und im Internet sieht, das ist voll witzig. Und das ist Sand, 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 Sand. Aus der Serie Dinge, die mich verwirren, wo ich meine Probleme mit habe, das zu verstehen. Wir haben hier stehen, vielleicht sieht man das ja, da Le Sombrero. Und das ist ein Geschäft mit Sombreros. Auf dem Geschäft steht aber Cantina. Und über dem Eingang hier steht Tornado. Merde. Wisst ihr übrigens, wie der Name entstanden ist, Le Mer de Sable? Ist einer langgelaufen. Und hat dann gemerkt, oh, ist das weich, der Sand, Mer de Sable. Ich weiß genau. Ja, Pass! Ah nee, aber so ähnlich. Dark Ride, Wasser Dark Ride. Alter, das sind alles Marionetten da drin. Also oben hast du einfach nur so Motoren, die einfach so machen und dann die Nylonfäden, die hoch und runter sich bewegen, aber das funktioniert dann. Und Alter, das ist doch ein Kondor ohne Turm. Da hat einer den Turm vom Kondor vergessen, einfach das unten für sich drehen. Das nicht. Oh Gott.
ohne Bremsen durch? Einfach nicht. Alter. So, das war die grausige Fahrt. Alter, was für eine geil thematisierte Station. Sieht richtig geil aus. Und weil ich gesagt habe, die wilde Maus ist es quasi keine neue Maus für mich. Das ist nur ein Duplikat, also kein neuer Account. Denn diese, diese Anlage ist die, die vorher im Walibi Holland als Flying Dutchman stand. Und geil ist auch, dass der unterwegs bremst er ja schon nicht. Aber dass er ohne zu bremsen von hier an komplett bis in die Station reinfährt und nicht anhält, das ist auf jeden Fall der Knaller, ey. Kürbisgeisterbahn. Was mit rechts? Wie mit rechts? Ich dachte, du rachst. Ich hab die Hände voll. Der Draht kommt jetzt. Bist du mal rechts? Nein. Das ist mit rechts gemeint. Du kippst gleich rechts aus dem Boot raus. Also, man wird zwar schier nass. Ich habe Uschi jetzt nicht von vorne gesehen. Aber diese Bahn muss man fahren, allein für diesen unfassbar schnellen, hohen und steilen Drop. Was ist denn mit denen? Und geil ist, dass halt alle Wasser spucken, wenn sie unfallen. Von unten habe ich gedacht, das sieht nur so steil aus. Wir sind auch nicht bis davor gegangen zum Gucken. Nee, nee. Also wenn ihr nächstes Jahr hier hinkommt, gibt es sogar noch eine Achterbahn mehr als jetzt. Jetzt sind es zwei, dann sind es drei. Rafting fällt aus wegen Islicht, also wegen... Ja, jetzt glaube ich eine Dreiviertelstunde. Die Leute stehen fast bis zu 60 Minuten Schild. Und es ist einfach nur ein Oval durch ein paar Canyons in einem kuriosen Boot. Und da ich da eh nicht so scharf drauf bin, ich glaube nicht, dass das so überraschend wird wie der Lockfunk. Das ist, glaube ich, die bessere Wahl gewesen. Das ist halt auch gefühlt, ich weiß natürlich nicht, wie es sonst ist, es ist auch ziemlich voll heute. Aber ich weiß es nicht, wie es hier sonst ist. Es kann auch leer sein. So lange jetzt anstehen für den SBF Visa Compact Spinning Coaster ist echt gemein. Habe ich jetzt 25 Minuten gewartet. Mehr Sabel durch. Viertel vor eins, das war schneller geplant. Aber 3 Stunden für den Park ist jetzt auch okay. Du kannst hier auch auf jeden Fall mehr Zeit verbringen und
ja, okay, wenn es jetzt leere ist, kannst du es auch wieder nicht mit, ne? Aber es ist echt cool, echt schön. Und ja, seit gestern Abend nichts mehr gegessen. Das wird dann jetzt erstmal erledigt. Und das auf dem Weg zum nächsten Falkenstein Park. Das seht ihr jetzt gleich in dem Video. Für euch geht das voll schnell, für uns dauert das voll lange. Also verhältnismäßig eine halbe Stunde. Thank you.